Nachholspiel für den BVB 2 und nach der verpassten Wintermeisterschaft implementiert das die Aufgabe, den Abstand auf Tabellenführer Rot-Weiß Essen von 7 auf 4 Punkte zu verringern. Der Gegner ist Tabellenvierter und heißt Fortuna Düsseldorf 2. Hinein ins Spiel, die Schwarz-Gelben von links nach rechts. Erste Szene nach einer Ecke, die bekommt die Fortuna im Kollektiv. Geklärt. Die Gäste 9 Punkte hinter dem BVB, vor allem über Konter auffällig. Das ist Steffen Meuer und dann klärt der Dortmunder Aushilfskapitän Franz Pfanne und das ohne Hand und sehr artistisch. Chancen im Allgemeinen in der Anfangsphase eher rar, aber Fortuna arbeitete sich Schritt für Schritt vor, wenngleich diese missglückte Flanke von Könighaus für das Tor von Luca Unbehau nicht gefährlich war. Die 19. Minute, Flanke und dann bricht das Dortmunder Chaos in der Defensive aus und davon profitiert Phil Sieben. 19. Spielminute, das 1:0 für die Gäste aus Düsseldorf, das zweite Saisontor von dem ehemaligen Schalker. Von der U17 bis zur U19 spielte Phil Sieben beim Revierrivalen. Der BVB brauchte jetzt eine Antwort. Das Ganze aber ohne den Kapitän und Top-Torschützen Steffen Tigges. Der gab sein Profidebüt in Braunschweig. Aber es gibt ja noch einen mit Profi-Erfahrung. Und das ist Ansgar Knauf. Nur 7 Minuten später eine sehenswerte Direktabnahme vom Champions League-Debütanten aus St. Petersburg. Kurz darauf wieder der BVB und wieder über die personifizierte Dortmunder Flügelpower. Über Ansgar Knauf. Gegen 2, gegen 3 für Tobias Raschel über den Kasten. Das Spiel hatte jetzt mehr Schwung. Auf beiden Seiten, das ist Oliver Fink für die Fortuna. Die Erfahrung geht voran, aber auch der fliegt rüber. 0:0 zur Pause. Das Spiel versprach viel im Hinblick auf den zweiten Durchgang, löste dann aber doch recht wenig ein. Chancen eher Mangelware in der zweiten Hälfte. Das ist Oliver Fink und Meuer verpasst am zweiten Pfosten. Auf der anderen Seite meldete sich dann mal der BVB zu Wort. Das ist Alabak hier, das höchste der schwarz-gelben Gefühlswelt in der zweiten Halbzeit. Und dann bekam die Fortuna aber kurz vor Schluss diese Möglichkeit. Das ist Meuer mit einem genialen Ball auf Cedric Euschen und Luca Unbehauen hält den Ball und damit letztlich auch den Punkt für den BVB fest. Trotzdem Ernüchterung auf Seiten der Schwarz-Gelben. Nur ein Sieg aus den letzten 4 Spielen. Das macht in Summe einen Abstand von 6 Punkten zu Rot-Weiß Essen bei noch einem Spiel weniger vor Weihnachten.